aus dem Tagebuch von Roland. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und das ist im Auftrag des Königs. Ja, wir haben unseren Papi rausgeholt, ne, aus dem Tempel und haben Untote besiegt. Und jetzt bin ich dabei, den Herrn, naja, ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, der Bosper, aber egal. Den Herrn mal noch weiter zum Flüchtlingslager zu begleiten. Wir hatten ja eben in der letzten Folge die Banditen ja mal so richtig kräftigst mal in den Arsch getreten. Oh, sorry, Kraftausdrücke. Bosper, komm mal mit und hier geh mal aus dem Bereich des Zaunes raus und folge mir unverfälligst. Ja, gucken wir mal eben rein. Vielleicht gibt es ja noch mehrere Banditen hier auf dem Weg, man weiß es nicht. Aber das war ja wieder mal eine richtig große Horde. Ja, daraus sind wir entflohen hier, aus diesem Tempeltal des Tempels. Ja, bitte verzeiht mir, wenn ich nicht genau sage hier, das ist hier irgendwie ein speziellen Insiderwissen, was ich meine. So, Bosper, die Sonne geht auf. Und wir nehmen unseren Lauf. Richtung Flüchtlingslager. Ich hoffe, es ist damit das Flüchtlingslager oben im Norden gemeint. Ja, dann haben wir doch schon hier den Eingang. In Eingang gebracht. Erreicht. Mit Heilpflanze. Ausbrechen, bist noch da? Er ist noch da? Irgendwie höre ich keine Ambient Sounds. Moment mal, ich muss mal eben meine Waffe ziehen. Moment! So, wir sind im Lager. Ja, wir haben es geschafft. Ich werde mich erstmal von den Strapazen ausruhen. In Ordnung. Bis dann. Na, das ist doch schön. Hey, Bosper, jetzt kennt er seinen Weg. Hoffentlich geht er jetzt zu seiner Frau hin. Jetzt zu Rolands Mutter, die ja hier steht. Ich habe Vater gefunden, ja, und zurückgebracht. Ich danke dir, mein Sohn. Supi! So, okay, es hat einen kleinen Sprung gemacht. Ich habe geschnitten. Und gucken wir nochmal eben ins Logbuch rein. Und zwar habe ich noch hier eine Option, die da heißt Vater und Mutter. Und da ist noch der Status drin, dass der Vater da in den Tempel geflüchtet ist. Und Flüchtlingslager, dass sich das im Norden befindet. Ich habe ihn jetzt da hingebracht. Und in der erfüllten Mission ist Bosbas Rettung erledigt. Was das jetzt mit Vater und Mutter Quest zu tun hat, weiß ich noch nicht. An der Stelle haben wir ja noch den Fellern, aber da muss ich mit Lord André quaken. Und wir werden jetzt mal... Wohin werden wir denn jetzt mal? Nein, zum Leuchtturm. Da habe ich ja mein Dandolo. Ach, ich sollte mal vielleicht eventuell, bevor ich das mache, mal ein bisschen... Nee, die Sonne geht ja gar nicht auf. Die Sonne geht unter, Leute. Was habe ich denn eben für ein Schamdudel erzählt? Dann werden wir mal ganz gewöhnlich mal pennen. Und zwar... geht das hier nicht? Was ist denn jetzt passiert? Wo ist denn hier die Option? Ah, jetzt geht's. Ah, bis Sonnenaufgang. Schön. Ja, und Greta steckt immer noch in der Kanalisation. Die krieg ich einfach nicht weg. Leuchtturm. Ja, siehst du, da ist mein Dandolo. Joras Gold war ja noch in der Questlinie zu erledigen. Und ich habe ja sein Gold und ich möchte ganz gerne, dass er mal aufwacht. Nicht Matteo, Jora bitte. Es ist Jora. Gut. Hier hast du dein Gold. 500 Goldstücke. Hier hast du dein Gold. 500 Goldstücke. Ich danke dir. Wie vereinbart kannst du die Hälfte davon behalten? Ja, schön. Aber ich möchte wissen, ob du noch was für mich hast. Oder sonst irgendwie noch was zu erzählen hast. Nö. Ende. Juhu. Okay. Dann ist Jora Gold. Dann ist Joras Gold auch erledigt. Denke ich mal. Ja, hier steht's. Außerdem fehlt mir immer noch hier das Gegengift. Nein, Quatsch. Gegengift? Ja, Ignaz, genau richtig.
Krankheiten heilt. Aber ich brauche noch die Aloe Vera. Die Aloe. Die Sonnenaloe. Sekret aus dem Stachel der Blutfliege. Haben wir. Zirpennessel habe ich eine. Aber die Sonnenaloe. Ich habe mal in einer früheren Gothic-Version gewusst, wo die war. Und ich meinte, die wäre irgendwo im Norden, da wo jetzt die Flüchtlinge sind. Aber da habe ich alles abgesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Dann gehen wir mal wieder zurück. Was war hier? Habe ich hier irgendwas aus dem Augenwinkel gesehen? Nein. Dann gehen wir mal zurück zu unserem Dandolo. Und wie komme ich denn jetzt da hin? Ich gucke doch noch mal offline oben im Norden nach, ob da die Sonnenaloe Vera ist. Also bis dann. Ich beame mich dann wieder hierher. Ja, ich bin wieder hier oben auf dem Fluchtpunkt im Norden und ich habe ja Bosper noch gar nicht irgendwie gefragt hier. Guck mal. Fühlt ihr euch im Lager sicher und alles in Ordnung? Fühlt ihr euch im Lager sicher? Ah. Ja, mein Sohn. Du musst dir keine Sorgen um uns machen. Gut, ich muss dann weiter. In Ordnung. Innos möge dir bei deiner schweren Mission helfen. Bis dann. Sehr schön. Mach's gut. Wir sehen uns. Gut, mein Sohn. Pass bloß auf dich auf. Ach, wie ergreifend. Und? Alles in Ordnung? Ja, mein Sohn. Alles in Ordnung. Gut. Ich muss dann weiter. Mach's gut. Wir sehen uns. Cool. Alles klar. Bring mir das Germ von Fellen bei, wüsste ich jetzt nicht. Ich habe übrigens jetzt wieder ein bisschen Lernpunkte gekriegt. Und zwar 20. Wir gucken nur noch mal hier auf. Moment mal. Vater und Mutter ist jetzt erfüllt, was? Ja, da ist es. Also, das war das. Meine Eltern sind erstmal in Sicherheit. Ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen. Das ist gut. Mutter, hast du noch was zu sagen? Nein. Ach, normalerweise labern die Frauen doch immer so viel. Oh, ich habe mal kurz gespeichert, deswegen halt eben dieser kleine Übergang. Dann gucke ich doch mal nach, ob mir eventuell Ignaz, ich habe ja immer die ganze Zeit die Aloe Vera gesucht. Ich meine, die wäre hier mal gewesen. Verbessert mich, korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege oder... Ich frage mal den Ignaz. Ich soll ja da für ihn den Trank ja zubereiten. Vielleicht hat er ja ein paar Hints für mich. Alles klar. Eine Idee, wo ich was finden kann? Die Suche wird nicht einfach sein. Zirpennesseln sind selten, müssten aber auf Corinus oder Tamora zu finden sein. Mehr kann ich dir hierüber leider nicht sagen. Eine Sonnenaloe hingegen hat man oft in der Nähe eines schwarzen Trolls gefunden. Und Blutfliegenstacheln sollten überall zu bekommen sein, wenn man in der Lage ist, diese den Fliegen zu entnehmen. Allerdings genügt das nicht. Du müsstest auch wissen, wie man ihnen das Sekret entnimmt. Das kann dir aber nur jemand beibringen, der sich mit Giften auskennt. An wen könnte ich mich da wenden? Ja, du doch. Nun, es ist allgemein bekannt, dass sich die Assassinenmagier in Varan darauf verstehen. Oh. Na toll. Das ist ja gerade hier um die Ecke. Ich weiß, es ist ziemlich weit. Aber vielleicht findest du ja auch an einem anderen Ort dieses Wissen. Ja, toll. Tolle Nummer. Tolle Nummer. Oh, Gegengift. Es genügt, also ich weiß, ja, aber ich muss noch Sekret wiederum wahrscheinlich beim schwarzen Troll. Wo war denn nochmal der schwarze Troll? Jetzt muss ich mal gucken. Ich dachte, der wäre hier mal gewesen. Ja, hier ist doch so ein riesen Troll-Symbol. Oder da oben rechts. Ich weiß nicht mehr, wo das war, Leute. Super komisch. Da werde ich mich noch mal ein bisschen hier umgucken. Über die Brücke gehen und ja in die Richtung gehen, die ich eben auf der Karte gesehen habe. Ich melde mich wieder. Ja, an dieser Stelle habe ich auch alles abgesucht. Ich habe nichts gefunden. So was jetzt aber auch. Kann ich eigentlich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Vielleicht versteckt sich da oben was. Nee, wenn ich da oben nicht hochkomme, dann bringt das nichts. Ah, dann müssen wir weiter suchen. Außer ein paar Kräutertjes und Pilzen habe ich sonst hier nichts gefunden. Jo. Dann werde ich, glaube ich, mal... Wo werden wir dann hingehen? Zu Dandolo. Dandolo hinjumpen zum Leuchtturm. Ist ja hier was... An der Sonne. Ah ja, hier gibt es ja keinen schwarzen Troll. Mensch, wo war denn ein schwarzer Troll früher? Das wäre toll.
Hier auf dieser Insel, auf der großen Insel Gorines. Das wäre so toll, würde ich da einen Hinweis bekommen von euch. Ich werde jetzt auf jeden Fall mich rüberbeamen zum leuchtenden Turm. Also Leuchtturm. Ba, 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 ba. Ja. Dann Dolo. Dann kommen wir am besten mal mit. Komm mit. Auf geht's. Weil ich habe vor, doch eine weite Reise zu machen. Gucken wir mal nämlich hin. Und zwar, wo ist Lord Hagen? Genau. Onas Hof. Dann wollen wir da mal in Betzen. Erstmal gucken. Wie müssen wir lang gehen? Also das wäre ja schon mal ein guter Weg. Immer schön runter. Ist ja klar. Kommen wir aber... Ich werde mal überspringen. Oh, hier sind noch Ratten. Naja, die mache ich im Offline. Im Off. werde ich sie erledigen. Also, bis später. Ich befinde mich gerade mit Dandolo hier an der Burgmauer. Da hinten, wo dieses Schiffsskelett ist. Auch hier keine Aloe Vera. Na gut, okay, das kann ich wahrscheinlich erstmal sparen. Dafür gibt es da hinten noch eine Höhle. Oh, Blauflieder. Mhm. Sehr seltenes Gewächs. Sehr seltenes Gewächs. ja, dann gucken wir mal, ob uns hier wartet. Moment mal. Ach ja, richtig. Ich kann mich erinnern, dass ich da schon mal war. Waren hier nicht zwei Pfeile? Ich wollte schon gerade meinen. Da oben. Oh, hat der lange Arme, der Roland. Kuschpach und Joe. Hallo. Moment, wer bist du? Wirst du uns töten oder verraten? Nein, bleib ganz ruhig. Ich bin ein Kämpfer des Königs und diene auf dem Kriegsschiff Albatros, das unweit vor dem Hafen ankert. Boah, ich dachte schon, es ist um uns geschehen. Verzeih meine Nervosität. Liegt wohl auch daran, in gewisser Weise schon wieder eingesperrt zu sein. Ich heiße übrigens Joe. Schon wieder? Was hattest du denn verbrochen? Gar nichts. Wie bitte? Du sagst nichts, nix dabei aber. Also, hast du jetzt was verbrochen oder nicht? Nein. Eine der Stadtwache hat mich einmal mit einem Tritt in einen Turm eingesperrt. Das meinte ich. Ich saß da mehrere Tage drinne, bis mich jemand befreit hat. Wer? Jemand von der Stadtwache? Nein, der Kerl sah nicht aus, als ob er von der Stadtwache war. Na, mir war nur wichtig, wieder frei zu sein. War eine nette Geschichte, aber jetzt muss ich weiter. Mach's gut. Warte, werdet ihr uns retten? Das wird sich zeigen. Die Orks sind ziemlich zahlreich. Hab Vertrauen und vor allem Geduld. Ach, gut. Wie steht's? Ach, lass mich in Ruhe. Ja, okay. Einige werden wissen, dass vor Monaten ich mal hier auch schon hier in der Höhle drin war. Das ist sozusagen auch eine rostige Axt, die hier hängt. Und da sind halt eben ein paar Flüchtlinge, ein Pfeil, eine Bürgerin und eine Truhe und noch ein Pfeil. Ach, jede Menge Pfeile. Super klasse. Ah, da hängt noch ein Pfeil. Das kann man gut erkennen. Und schauen wir noch mal eine Truhe. Die werden wir als erstes mal öffnen. Die ist nicht verschlossen. Ach, Fisch. Hering und Fisch und 10 Jolt. Oh, ich habe schon über 7000 Gold. Oh, welch Glückesgeschick. So, Bürgerin und ein Bürgerches. Genau, richtig. Dann haben wir hier. War doch was. Rostiges Schwert. Mein Gott, könnt ihr nicht aufräumen hier? Ah ja, alles klar. Speichern wir mal eben kurz, um zu gucken, ob hier noch was drin ist. Irgendwas Lustiges. Dandolo, bleib mal am besten weg hier von diesen Pfeilspitzen hier oder von diesen wichtigen Dingern da. Oh, ja. Na, bist du verletzt? Nein. Ein Knochen. Was Besseres gibt es hier nicht. Noch mehr, da liegt noch mehr Skelettzeug rum. Ja, auch hier werden wir nicht pfündig. So was Beklopptes jetzt aber auch. Dann werden wir mal weiter gehen. Joe ist doof.
weiß, ist doof. Gucken wir mal weiter Richtung Onas Hof. Ja, hier stehen wir hier vor dem Tor. Und da oben ist ein Wolf. Ich könnte jetzt da oben hochfetzen, aber ich mache jetzt mal was anderes. Also nicht gleich in der alten Manier in der Folge, wo ich schon mal hier war. Und ich werde erstmal hier alles absuchen. Übrigens, als ich das erste Mal Gothic gespielt habe, also die Version hier, da habe ich sowieso immer grundsätzlich immer, bin ich als erstes erstmal, bevor ich überhaupt in die Burg reingegangen bin, erstmal durch den Burggraben gegangen. Aber ohne Dandolo, der jetzt hier mal so eigenmächtig mal ein Wolf, wo war denn der? Das war denn der hier, der auf dem Weg war, den wir eben gesehen haben. So, rein in die Grube bitte, Dandolo. Vielleicht versteckt sich noch was hier Wichtiges. Kann ja sein, wir wissen es nicht. Ach ja, und dann gab es immer hier so lustige... Ach, da gehe ich oben später im Off rüber. Aber ich meine irgendwie... Bleib doch nicht hängen an diesem kleinen Stein. Dass da irgendwie was Wichtiges kommen könnte. Doch. Feuerwurzel. Auf jeden Fall gibt es wieder Wolfsgeplänkel hier. Er warnt uns. Wo ist er denn? Okay, doch nicht. Dandolo wird auch nicht drauf aufmerksam. Und zwar, ja, da ist die Treppe. Und zwar hier unten runter. Genau, da gibt es nämlich eine sehr viel Viechzeug. Und ich werde mal eine Fernwaffe ziehen. Vielleicht gibt es dann noch ein Feldräubertjes. Gibt es hier noch mehr? Gibt nichts mehr. Also kein Zwischenlager oder sowas. Na, dann grase ich das auch mal hier im Off ab. Würde ich mal sagen. Wenn noch was passieren sollte hier in diesem Bereich, will ich auf jeden Fall einblenden. Weil das sind ja Gegner, die sind ja nicht ernst zu nehmen, oder? Dandolo, komm, hier auf in den Kampf. Aha, hier ganz unten. Jede Menge Barge. Da gehen wir doch mal gleich gucken. Was hier geht. Ach, das ist doch alles nur... Das ist doch alles easy hier. Nicht zu plündern. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht großartig aufzeichnen hier an der Stelle. Die werden wir mal eben wegnatzen, die Waage. Wobei ich nicht vorenthalten will, wie wir beide, Dandolo und ich, den Schattenläufer... Wieso hast du so eine gute Waffe, sag mal? Also, in meiner alten Version, nee. Das ist ja nicht zu fassen. Okay. Extrakt der Heilung. Da unten ist nämlich noch eine Höhle. Da gehen wir jetzt mal rein. Und soweit ich weiß, ist mir die neu, die Höhle, richtig. Ach ja, Dandolo. Ah, ich bin ja auf Offensiv hier gestellt. Habe ich auf Offensiv gestellt, den Dandolo. Schauen wir mal, was da hinten ist. Gobos? Was ist das Tief hier? Gobos! Ja, okay. Auf sie mit Gebrüll! Da kenne ich nix. Komm! Ja, gut, okay. Dandolo, den lasse ich hier mal. Jawohl, auch. So geht's. Oh, immer diese Pilze bei den Gobos. Wo gibt's denn hier? Da ist nichts zu holen. Irgendwas zu holen? Nicht zu holen. Weil hier war ich noch nicht. In meiner Vorversion, bevor das Release endlich rauskam. Solle. Oh, hier. Ho, 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 ho. Blutflecken. Ein Schaudern überkommt uns, aber nicht Dandolo. Was ist das? Eine Tür? Geht die auf? Geht auf. Dandolo, da gehe ich noch nicht rein.
gehen wir erstmal hier hin. Die Tür heben wir uns für später auf. Ja, sackende Gasse, hier ist nix. Hier ist nix. Oh, was bekloppt das jetzt aber auch. Okay, dann zurück zur Tür. Warum gibt's denn hier nichts? Los dann, Dolo, komm mit. Durch die Tür. Nicht gegen die Wand, sondern durch die Tür, bitte. Oder ist hier noch ein Schattenläufer? So viel... Hier so viel ist. Hier ist auch nichts mehr. Vielleicht noch irgendwelche Schätze. Ja! Lederbeutel, Streitkolben, Extrakt der Heilung. Also hier ist mal richtig viel zu holen. Ohne dass ich irgendwie diesen riesen Monster hier erledigen müsste. Elixier der Heilung. Ja. Ach, das wär's gewesen. War es wirklich alles? Ja, war wohl wirklich alles. Los, raus hier an die frische Luft. Uah. Stopp, war an der Wand noch was? Nope. Ach ja. Hier ging's runter, ne? Genau, hier waren die Gobolinis. Gobos. Und raus. Bloß weg hier. Hier ist mir viel zu cruel. Okay, ich werde mal wieder einen Satz machen. Bis später. Jupp, jetzt sind wir wieder hier. Am Fuße des Weges und irgendwo war da noch ein Höhleneingang. Wo war denn der jetzt? War der hier weiter runter, ne? Ne, ja, genau, richtig. Dann Dolo. Meine, hier hätten wir auch noch ein paar Flüchtlinge zu finden. Oder was anders. Wie zum Beispiel Mana-Essenz, mittlere Wunden heilen, Eispfeil und einen Lederbeutel, einen mittleren. Ich finde das ja richtig kreativ, wie die das hier machen. Mittlerer, schmaler, großer, kleiner. Ach nee, das ist ja dieser Teleport. Ja, stimmt. Sorry, ich habe mich völlig vertanzt hier. Na gut, okay, dann knacke ich die Truhe und dann sehen wir uns draußen wieder. Hier ist was. Ich höre hier Gestöhne. Okay. Wollen wir dem mal helfen, den Menschen, wa? Ein Mist, viel weniger. Ja, Garrick, grüß dich. Hallo. Was machst du denn hier? Ich war auf der Jagd. Schließlich muss ja der Mensch von was leben. Verstehe. Du bist also Jäger. Nun ja, das gerade nicht. Ich komme eigentlich aus einem Bauerndorf. Ein richtiger Jäger bin ich daher nicht. Mit Mole-Rats und Scavengern werde ich aber fertig. Für den Anfang doch nicht schlecht. Wo ist denn dein Dorf? Ziemlich weit von hier, auf der Insel Adamos. Adamos? Du bist doch nicht etwa Garrick, der Sohn des Dorfvorstehers? Hey, woher kennst du mich? Ich habe dich noch nie gesehen. Mein Name ist Roland. Ich war erst vor kurzem auf der Insel und habe dort deine Eltern kennengelernt. Dabei hat mir dein Vater alles über dich erzählt. Alles? Wirklich alles? Ja, auch dass du den Großbauern erschlagen hast. Verdammt, ich... Warum hast du das getan? Ach, Mann, das wollte ich nicht. Der Großbauer hat uns ständig ausgebeutet. Da wollte ich abhauen. Doch gerade als ich mir ein Boot nehmen wollte, kam mir der Kerl ausgerechnet dabei in die Quere. Es kam zu einem Kampf und dabei... Den Rest kenne ich. Was hast du nun vor? Weiter davonlaufen? Ehrlich gesagt habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich wollte einfach nur weg. Wie sieht es jetzt eigentlich auf Adamos aus? Geht es meinen Eltern gut? Deinen Eltern geht es gut. Dafür haben sich aber auf der Insel eine Menge finsterer Gesellen eingenistet. So? Was sind das denn für Typen? Zum einen haben die Söldner das Kommando im Dorf übernommen. Ihr Anführer ist ein gewisser Roche, der die Dorfbewohner jetzt genauso unterdrückt wie zuvor der Großbauer. Verdammt. Als ich die Insel verließ, war mein Vater noch der Dorfvorsteher und die Söldner akzeptierten, dass er den Nachfolger des Großbauern angetreten hatte. Aber diesen Roche kenne ich nicht. Der wird wohl erst später auf die Insel gekommen sein. Genau so ist es. Er hat die Söldner dazu verführt, sich gegen deinen Vater zu stellen. So ein Mistkerl, ich nehme ihn auseinander. Lass das lieber sein. Der Kerl hat ein bisschen mehr drauf als der alte Großbauer.
Nun, wie dem auch sei, danke, dass du mir alles mitgeteilt hast. Jetzt weiß ich, dass ich unbedingt wieder zurück muss. Aber leider habe ich hier noch was zu erledigen. Ja, und was hast? Was? Was hast du denn hier noch zu erledigen? Ah ja, Till. Ich habe einer Frau namens Rosi versprochen, nach ihrem Sohn zu suchen. Aber der Bursche ist einfach nicht auffindbar. Hätte ich doch bloß nicht der Frau versprochen, nach ihm zu suchen. Aber die hat so lange geweint und mich angefleht, da konnte ich schließlich nicht anders. Die beiden wurden voneinander getrennt, als sie bei ihrer Flucht auf einige Orks stießen. Kurz darauf ist sie dann mir begegnet, aber da war von ihrem Sohn bereits nichts mehr zu sehen. Wie heißt dieser Sohn denn? Vielleicht läuft er mir ja über den Weg. Till, seine Mutter ist übrigens jetzt auf Onas Hof untergekommen. Ich habe sie nachts bis zu dem Tor gebracht. Zum Glück hatten die Orks nichts bemerkt. Gut, wenn ich Till finden sollte, werde ich ihn zu seiner Mutter bringen und dir im Anschluss Bescheid geben. Ich danke dir. Vier Augen sehen ja bekanntlich mehr als nur zwei. Konnte Rosi zumindest sagen, in welche Richtung ihr Sohn geflohen ist? Nein, leider nicht. Tut mir leid. Na schön, ich werde trotzdem die Augen offen halten. Viel Erfolg. Tja, gibt's noch was? Nein, nur sein Geldbeutel. Speichern. Wo sind wir eigentlich? Ach da. Am Fuße des Hofs von Schnepperkraut. Nein. Vielleicht sollte ich ja nochmal die Wölfe hier mal auseinandernehmen. Das wäre nämlich auch nicht schlecht. Gibt ja ordentlich Kohle. Wer hat er denn genutzt? Hier ist ja noch einer. Das waren nur Dreier, oder? Gut, da geht's in das Wäldchen rein. Blauflieder. Ich wollte ja eigentlich zum Leuchtturm zur Taverne hin. Richtig. Richtung Taverne. Mal gucken, vielleicht komme ich noch so weit. Aber da hinten sind nämlich noch Telbor und Tonak. Ja, da werden wir denen mal einen Besuch abstatten, ne? Dann Dolo, komm. Gehen wir mal runter. Wer sind denn Telbor und Tonak? Die sehen aber nicht gerade. Das sind Butler. Immer auf der Hut. Hallo. Hallo. Alles klar? Hey, ich bin in Ordnung. Und wie sieht's hey, aus? Hey, wie sieht's aus? Jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Ja, ist es das? Okay. Gehen wir mal weiter zu Tonak. Hey, du. Hallo, ich bin... Was willst du? Oh, tolle Nummer. Ist denn alles klar bei dir? Alles klar? Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Okay. Aber wir gucken mal, seid ihr wachsam, Alter? Dass die keine Nackenschmerzen kriegen, meine Herren, meine Herren. Okay, kann mich nicht erinnern, hier schon mal in der Höhle gewesen zu sein, bei Telbo und Tonak. Hier ist Randolph. Randolph! Alles in Ordnung? Ha, nichts ist in Ordnung, gar nichts. Nicht nur, dass uns die Orks vom Hof gejagt haben. Auch zwei unserer Landarbeiter haben sich aus dem Staub gemacht. Und du nennst das Ordnung? Nun, ich... Ach, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Na doch, ich glaube, ich kenne das. Alles in Ordnung? Ha, nichts ist in Ordnung. Nicht nur... Ja, okay, nun, sorry, Leute. Ja, gucken wir mal eben. Mal noch bei den anderen. Oh, da ist Kathi. Ja, stimmt, ich kann mich erinnern. Hallo, wer bist du? Ich bin Kathi, Alriks Frau. Wie ist die Lage? Da fragst du besser meinen Mann. Alriks Frau, aha. Wein, lecker. Ja, Bauer, okay. Brauchen wir nicht anquaken. Stopp. Truhe. Öffne. Speichern. Und hier ist Akil. Der war vorher nicht da. Okay. Du bist doch der Bauer Akil. Was machst du hier? Na was schon, Soldat. Wir verstecken uns. Verstehe. Ich nehme an, du hast Probleme mit den Orks. Du
Du sagst es. Die Gerle haben sich auf meinem Hof eingenistet. Und was tust du jetzt? Was soll ich schon tun? Ich warte, bis die Kerle wieder verschwunden sind. Aber du allein wirst mir bei meinem Problem sicher auch nicht helfen können. Ja, was wär denn für ein Problem gewesen? Außer, dass du hier noch Wein rum zu stehen hast und eventuell dich daran besaufen könntest. Das wollen wir mal eben schnell verhindern. Okay, wir befinden uns bei Arkils Hof da draußen. Und es ist auch schon Nacht oder es dämmert. Und ich werde diese Folge beenden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ihr wisst ja, Kommentar und Daumen sind erwünscht. Ich sage Tschüss.